So, ganz klar, wir kümmern uns jetzt um die nächsten Layer. Ich nehme mal weiß hier oben. Das heißt, jetzt muss ich das weiße Kreuz bauen mit den richtigen Kanten hier. Die sind auch schon richtig. Und hier fehlt die rote-weiße Kante. Da ist sie. Ihr wisst, darf ich nicht einfach nach oben drehen, weil ich dann hier alles kaputt mache. Also wieder der bewährte Trick. Einmal zur Seite drehen. Jetzt rot nach unten drehen und die Kante an die richtige Position bringen und dann das Ganze nach oben. Genau das gleiche wie mit dem blauen hier. Der muss also auch nach hier oben. R2, wenn ihr wollt, D, R2. Und wir haben das weiße Kreuz gebaut. Gut, jetzt drehe ich den Cube wieder um und setze hier die richtigen Eckstücke ein. Wobei mir das natürlich jetzt leichter fällt, die zu lokalisieren, weil die hier oben alle immer weiß sein müssen. Das ist also das richtige Stück, was hier reinpasst. Das befördere ich jetzt nach da. R2, denkt dann, jetzt ist nur noch das mein U. R2, U-Strich. R2 und jetzt kann Parity entstehen. Was haben wir hier für ein? Das ist der, der hier rein muss. Grün, rot. R2, U, R2, U-Strich, R2. Und wenn ihr euch diszipliniert, die wirklich immer auf dem rechten Layer zu lassen, die Parity, dann könnt ihr mit diesem Zug immer die Parity auch rechtzeitig beseitigen. So, und der kommt nach da. R2, U, R2, U-Strich, R2. Und ihr seht, ich gehe jetzt mit Parity hier raus, lasse ich aber erstmal ungelöst. Und hoffe, dass sich die Parity jetzt hier löst. Gut, bei mir sind alle vier Ecken schon gelöst. Ich mache es einfach mal wieder kurz durcheinander. R2, R2, U-Strich, R2. U-Strich D, R2, U-Strich R2. So, also auch hier wieder genau das gleiche Spiel. Wir gucken jetzt als nächstes, ob wir oder wo unsere beiden gelösten Ecken sind. Das ist einmal hier der Fall und hier, also auch nicht diagonal. Und tauschen jetzt die beiden Ecken miteinander aus. Die beiden gelösten lasse ich auf dem L-Layer. Falls sie diagonal wären, würde ich vorne links einen haben und hinten rechts, wie eben auch. Und löse jetzt alle vier Ecken. Wobei dieser Zug kein Parity erzeugt. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt Parity auf dem R-Layer lasse. Aber ich lasse es trotzdem mal hier. So halte ich den Cube. R2, U, R2, U-Strich, R2. War wieder das gleiche wie eben. Groß U-Strich, Groß D. R2, U-Strich nochmal, R2, U, R2. Und wir haben alle vier Ecken gelöst. Letzter Schritt, wir müssen jetzt wieder die Center vertauschen. Diesmal ist es wieder ganz wichtig, dass wir auf dem R-Layer unser Parity lassen, weil dieser Zug hier Parity erzeugt bzw. das Parity löst. Ich tausche mal die beiden mit dem langen Zug aus. Und dann sieht das folgendermaßen aus. So, und tausche ich die beiden miteinander aus. Mit dem langen Algorithmus. Mein Parity liegt auf dem rechten Layer. Und los geht's. R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2, R2, U, R2, U-Strich, R2. Und das Parity ist beseitigt. Und wir tauschen die beiden. Nö, ich tausche mal die beiden hier. Dann habe ich den kurzen Algorithmus. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Und ich habe die gelöst und mir fehlt nur noch diese beiden hier. Die beiden miteinander tauschen. Parity ist hier. R2, U2, R2, U2, R2. U2, Moment, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nochmal, die beiden tausche ich mir dann an. R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U, R2, U-Strich, R2. Und zum Schluss
die beiden hier miteinander und dann ist der Cube gelöst. R2, U2, R2, U2, R2, U2, U-R2 und unser 3x3x4 ist gelöst. Auch hier kann es euch passieren, dass ihr am Ende mit Parity rausgeht. Das heißt, wir haben hier zwei vertauschte Kanten. Die lassen sich aber mit dem einfachen Parity-Move wieder beseitigen. So, ich halte ihn so, dass die beiden zu vertauschen oder die vier zu vertauschenden Teile so liegen und mache jetzt den Parity-Move. Es geht los. U2 sind die beiden hier. R2. F2, jetzt kommen beide wieder. U2, jetzt nur der obere. U2. Da kommt schon F2, R2, U2. Und der gesamte 3x3x4 ist gelöst. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, zuzusehen. Er ist wirklich recht einfach. Und damit dürft ihr keine Schwierigkeiten haben. Das einzige Interessante ist, dass keine 90-Grad-Bewegung mit R und L und F zu machen sind. Ansonsten ist er wirklich sehr einfach und eine schöne Ergänzung für eure Sammlung. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial.